Ein wichtiger Disclaimer vorweg. Persönlich war ich nie ein großer Fan Alexei Nawalnys, auch wenn sein Einsatz und sein Mut bewundernswert sind. Aber seine Arroganz, seine Unfähigkeit zu kooperieren und den Russen damit eine echte Politikalternative anzubieten, sowie einige andere Aspekte seiner Persönlichkeit und Vergangenheit waren mir immer suspekt. Auch wenn ich nicht zu jenen gehörte, die noch bis zu seiner ersten Vergiftung glaubten, er sei in Wahrheit eine Marionette des Kremls. In diesem Video wird es jedoch primär um etwas anderes gehen, denn mit biografischen Berichten über den Verstorbenen seid ihr mittlerweile sicher bestens versorgt. Heute geht es um etwas viel Wichtigeres, etwas, das weit über Nawalny hinausgeht. Die Tatsache, dass Putin nun den Schritt gewagt hat, ihn ermorden zu lassen, sollte bei uns im Westen nämlich alle Alarmglocken schrillen lassen. Sie stellt eine ganz neue Eskalationsstufe für die Sicherheit Europas dar, deren Tragweite sich aber nur wenige bewusst sind. In der Tat stellt die Liquidierung Nawalnys das für Europa wohl wichtigste Ereignis in Russland dar, seit Putin im Februar 2022 die Ukraine überfiel. Es ist mindestens so bedeutend wie die Mobilisierung im Herbst 2022 und bedeutender als Prigozhins Meuterei und Tod. Und ihr fragt euch sicher, warum eigentlich? Nun, ihr müsst verstehen, dass Nawalnys Ermordung für Putin kein Mittel zum Zweck war. Er wollte ihn schon immer umbringen, ganz einfach, weil er all seine großen Widersacher umbringt. Allerdings war dies bei Nawalny, wie auch zum Beispiel zunächst bei Prigozhin, mit zahlreichen Risiken verbunden, obwohl oder gerade weil er im Gefängnis saß. Wieso genau, werdet ihr am Ende verstehen. Zunächst ist aber wichtig, Putin lässt seine Morde erst dann ausführen, wenn er im Rahmen einer Risiko-Nutzen-Kalkulation zum Ergebnis gelangt ist, dass er sie sich politisch auch leisten kann. Denn im Vergleich zu Boris Nemtsov oder selbst Jewgeni Prigozhin war Nawalnys physische Beseitigung für die Kreml-Nomenklatura mit besonderen Problemen verbunden. Und das aktuelle Timing weist darauf hin, dass sie nun denken, die Zeit sei reif, um eine ganze Reihe weiterer Höllentore zu öffnen, die sie noch in petto halten. Denn erst die aus diesen Toren strömenden Dämonen werden Russland so richtig in eine willenlose, hochgradig aggressive Unterdrückungs-, Terror- und Kriegsmaschine verwandeln, um der Ukraine, der NATO und ganz Europa das Leben zur Hölle zu machen. Einen imperialistisch-totalitären, atomar bewaffneten Militärstaat, gegen den Nordkorea wie ein Pfadfindercamp aussieht. Wohlgemerkt, wie im Falle Nordkoreas hauptsächlich zum Zweck des Machterhalts für eine kleine Herrscherklique. Der Kreml-Mafia gehen nämlich immer mehr die Optionen aus, um ihre mit atemberaubendem Tempo wachsende Zahl an Problemen und Konflikten gewaltlos und non-fatal zu lösen. Und darin liegt die größte Gefahr für ihre Opfer und gleichzeitig auch die größte Schwäche des Regimes. Also zieht euch warm an, wir werden heute leider ein paar sehr ungemütliche, ja schreckliche Wahrheiten aussprechen müssen, die uns schon bald einholen werden. Übrigens, der Sponsor, der das heutige Video erst möglich gemacht hat, ist Conflict of Nations. Denn wenn du das geostrategische Pokerspiel, das trickreiche und mehrdeutige Taktieren der großen Weltmächte risikofrei in einem Online-PvP-Game selbst ausprobieren möchtest, ist Conflict of Nations World War 3 genau das Richtige für dich. Darin übernimmst du die Kontrolle über die Streitkräfte einer der global führenden Nationen und bist dann für ihre militärische Expansion, wirtschaftliche Entwicklung, technologische Forschung und internationale Diplomatie verantwortlich. Es handelt sich um ein recht beliebtes Langzeitstrategiespiel, das auf dem PC, im Webbrowser oder auf dem Handy gespielt werden kann und bei dem in einem Match bis zu 100 Spieler miteinander um die globale Vorherrschaft kämpfen. Du baust nach und nach deine Infrastruktur und Streitkräfte auf und beginnst dann Gegner zu bekämpfen, um Territorium zu beanspruchen. Mit den anderen menschlichen Spielern, gegen die du online antrittst, kannst du chatten und auf diese Weise eine vielfältige Diplomatie entwickeln. Das Konzept der Langzeitstrategie von Conflict of Nations erzeugt dabei eine Art bestechenden Realismus für das langfristige Ringen um die Weltherrschaft. Das Spiel enthält zwar ein paar Pay-to-Win-Elemente, ist ansonsten jedoch Free-to-Play. Das heißt, du kannst dir über den Link in der Beschreibung einen vollkommen kostenlosen Account einrichten und es dann sowohl auf deinem Rechner als auch auf dem Handy spielen. Und das Beste, wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst, erhältst du als Vorsprung auch noch 13.000 Gold der Ingame-Währung und einen ganzen Monat Premium-Abo gratis dazu. Dieses Angebot gilt allerdings nur für 30 Tage, also zögere nicht zu lange und fang am besten doch heute damit an, deine Truppen zu mobilisieren, neue Allianzen zu schmieden und siegreiche Schlachten zu planen. Der Putin-Scheme.
Im Jahr 2004 erlitt der EU-affine damalige ukrainische Präsidentschaftskandidat Viktor Juschenko nach einem Abendessen mit dem russlandfreundlichen Chef des eigenen Inlandsgeheimdienstes Ihor Smeschko eine akute Dioxinvergiftung. Ein Ärzteteam in Wien konnte sein Leben retten und stellte die zweithöchste jemals bei einem Menschen gemessene Dioxinkonzentration fest. Und im März 2018 antwortete Juschenko auf die Frage, ob Präsident Putin in seine Vergiftung irgendwie involviert gewesen sei, mit der Aussage, er habe dazu eine Antwort, aber er werde sie nicht aussprechen. Europa solle jedoch erkennen, dass die größte Bedrohung für seine Bürger ein Russland sei, das sich entschieden habe, seine Macht im 21. Jahrhundert durch mittelalterliche Methoden auszuweiten. Leider verhallte Juschenkos Warnung an die europäische Politik und Wirtschaft im schier endlosen Raum ihrer enormen Geldgier. Und so arbeiteten sie auch in den Folgejahren nach der russischen Annexion der Krim und der subversiven Abspaltung des Donbass munter und Hand in Hand mit Putin zusammen, um seine Kriegskasten mit Hunderten von Milliarden zu füllen, hauptsächlich aus den Taschen der deutschen Bürger. Erst mit diesen Milliarden konnte Russland nicht nur eine umfassende Invasion der Ukraine starten, sondern auch zu einer ernsten Bedrohung der NATO und Europa selbst heranwachsen. Nord Stream. Putin hat eine Pipeline in die deutsche Politik gebaut. Es klingt wie eine Szene aus einem Krimi, aber es geschah im Frühjahr 2022 im Nordosten Deutschlands. Eine Finanzbeamtin fand Steuerunterlagen über eine Schenkung von 20 Millionen Euro aus Russland an eine deutsche Klimastiftung. Die Dokumente waren in ihrem Büro dringend gesucht worden, aber niemand konnte sie finden. Anstatt sie abzugeben, nahm die Beamtin die Unterlagen mit nach Hause und verbrannte sie in ihrem Kamin. Die Klimastiftung wurde Anfang 2021 auf Wunsch der Mecklenburg-Vorpommerschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, gegründet. Die als gemeinnützig deklarierte Stiftung gründete daraufhin einen Geschäftsbetrieb, der zur Fertigstellung der Pipeline beitragen sollte. Diese Stiftung hatte einen Tarnauftrag, beschrieb CDU-Generalsekretär Mario Chaya kürzlich im Bundestag. Statt das Klima zu schützen, sollte sie Nord Stream 2 unter allen Umständen ans Netz bringen, mögliche Sanktionen umgehen und dem russischen Staatskonzern das Geschäft eben. Was Chaya sagt, ist unbestritten. Seine CDU war damals in einer Koalitionsregierung mit der SPD in Mecklenburg-Vorpommern und hat sich bei einer Abstimmung im Landtag auch für die Gründung der Stiftung ausgesprochen. Heute gibt die CDU zu, dass dies ein Fehler war. Es ist, als wenn die Lämmer ihren eigenen schlechter bezahlen. Und ja, im Grunde der gleiche Denkfehler, der auch schon Hitler dazu befähigt hat, überhaupt einen Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Nämlich der Fehler anzunehmen, dass ein Diktator und seine machtgeile Entourage irgendwann gesättigt sein wird. Dass man ihn durch Entgegenkommen zufriedenstellen oder gar besänftigen könnte. Dass er auf einem bestimmten Level des Totalitarismus, in das er sein Land schrittweise treibt, Halt machen würde, weil seine Macht dann ja ausreichend konsolidiert sei. Ebenso wie er an einer bestimmten Stelle seiner hegemonial-expansionistischen Ambitionen Halt machen würde, weil seine Sicherheitsinteressen dann ja ausreichend befriedigt wären. Was die Appeasement-Vertreter aber überhaupt nicht kapieren. Das System selbst, aus den Diktaturen, wie die in Hitler-Deutschland oder Putin-Russland entstanden sind, kann keine Grenzen ihres Machtanspruchs kennen. Denn es lebt nicht vom Status erreichter Macht, sondern von ihrer unendlichen und ständigen Ausweitung. Die Macht des Tyrannen muss ständig expandieren, sonst kollabiert sie. Ich denke, dass sich viele Menschen einfach nicht vergegenwärtigen, dass der allergrößte Vorteil der Demokratie eben darin besteht, dass bei ihr im Vergleich mit anderen politischen Herrschaftsformen der Aspekt eines Schneeballsystems am schwächsten ausgeprägt ist. Und zwar, weil die Bevölkerung die Chance hat, die Machtpyramide, die auch in der Demokratie entsteht, bei jeder Wahl wieder abzureißen. Auch wenn dies in manchen Ländern nicht so gut funktioniert und dann ungesunde Amtszeiten von 16 Jahren und mehr zusammenkommen. Und entsprechend groß ist dann eben der Kater nach einer solch langen, verkappten Führerkultparty der durch sich selbst herbeigeführten Alternativlosigkeiten. Aber der Abriss kann schließlich demokratisch und gewaltlos erfolgen. Ein Riesenvorteil gegenüber dem monströsen Ponzi-Scheme, das die Eliten um Putin errichtet haben und nun immer weiter mit Bullshit und immer größeren Eskalationen der Gewalt und Unterdrückung füttern müssen, um es und sich selbst auch physisch am Leben zu halten. Immerhin, das Gefängnis aus Alternativlosigkeiten, das sich selbst um sich herum aufgebaut haben, macht sie für uns am Ende etwas berechenbarer.
Fast müsste man mit diesen Menschen ja Mitleid bekommen, weil sie nicht mehr anders können, als zu drohen, zu morden, zu rauben und zu unterdrücken. Aber eben nur fast. Ich meine, wie paranoid muss ein Regime sein, das eigens ganze Reihen von Sicherheitskräften abgestellt hat, um regelmäßig sofort alle Blumen wegzuräumen, die zum Gedenken an von ihm ermordete Oppositionelle und Kritiker abgelegt werden. Und ich spreche jetzt gar nicht mal vom aktuellen harten Vorgehen gegen die Trauerkundgebung für Nawalny, der in Russland ja immerhin offiziell als Extremist verurteilt war, auch wenn diese Einstufung den Standards demokratischer Länder ganz klar nicht standhalten würde. Nein, ich spreche davon, dass dies auch die gängige Praxis bei anderen, viel gemäßigteren, vom Regime beseitigten Oppositionspolitikern der Fall ist, wie zum Beispiel im 2015 ermordeten Boris Nemtsov. Aber die jetzige Liquidierung Nawalnys stellt einen Startschuss für eine ganz neue Welle der Repression in Russland dar, die sicherlich auch eine eigene Qualität mitbringen dürften. Hunderte Festnahmen in ganz Russland bei Kundgebungen zum Gedenken an Nawalny. Aber das ist noch lange nicht alles, denn die Ausweitung und Intensivierung der Tyrannei im Land selbst ist zu 100% mit der Ausweitung der Aggression nach außen verzahnt. Beides, mehr Repression im Inland und mehr Aggression nach außen, gehen Hand in Hand. Eines ist ohne das andere nicht denkbar. Denn es handelt sich um die beiden wichtigsten verbliebenen Zahnräder jener Maschinerie, mit der die Kreml-Mafia ihren Machterhalt nicht nur kurzfristig, sondern über Jahre und Generationen hinweg sichern möchte. Also nehmen wir diese Maschine, die erweiterte Methode Putin, die ihn überleben soll, doch mal etwas genauer unter die Lupe. Inklusive ihrer Schwachstellen und wie sie unser aller Leben verändern wird. Kein Mensch, kein Problem. Bevor wir weitermachen, eine kleine Bitte in eigener Sache. Ich würde in Zukunft gerne mehr auf eure Fragen und Themenwünsche eingehen. Das Problem ist jedoch, dass ich oft nur schwer erraten kann, was wirklich viele von euch interessant fänden. Denn schließlich würde es ja wirklich Sinn machen, sich darauf zu konzentrieren, was wirklich auf breites Interesse stößt. Hier also mein Vorschlag. Schreibt mir doch in die Kommentare unter jedes, auch dieses Video, welche Themen ihr euch wünschen würdet. Damit es aber organisatorisch Hand und Fuß hat, bitte ich euch am Anfang des Kommentars zunächst Plus, Wunsch, Plus zu schreiben. Und dann das Thema oder die Frage. Ich kann dann nämlich eure Wünsche viel einfacher erkennen bzw. sie mir per Suchfilter anzeigen lassen. Und ihr könnt die Wünsche der anderen auch viel leichter identifizieren und dann einfach liken. Die Wünsche mit den meisten Likes werde ich dann zur Abstimmung im Community-Bereich stellen und die ganze Geschichte hier so hoffentlich zu einem optimalen Wunschkonzert machen. Also fangt am besten schon jetzt gleich mit eurem ersten Wunsch an. Und dann zurück zum Thema. Wieso war es Putin eigentlich so wichtig, Nawalny zu ermorden, wenn dieser doch schon hinter Gittern saß? Nun, er hatte dazu gleich eine ganze Reihe von Gründen, weswegen dies ja auch einer der am meisten erwarteten politischen Morde der modernen Geschichte war, so zynisch dies auch klingt. Denn wenn es etwas gibt, mit dem Putin gerne vor seinen Freunden wie Feinden angibt, dann ist es sicherlich die Tatsache, dass ihm niemand etwas anhaben kann. Und am besten ist man dazu seinen Gegnern nicht nur einen Schritt voraus. Wie sagte Putins Idol Stalin doch, kein Mensch, kein Problem. Letzten Endes geht das alles jedoch auf viel ältere russische Traditionen zurück als den Stalinismus. Ja, in Russland war es schon immer gang und gäbe, seine politischen Gegner zu ermorden, wobei gerade Gift eine besondere Rolle spielte. Im Jahr 1443 zum Beispiel wurde Prinz Dmitri Schemjaka vergiftet. Er bekam ein ebenso leckeres wie tödliches Abendessen serviert, Hühnchen mit Arsen. 1610 wurde ein anderer russischer Fürst, Michail Skopinschulski, vergiftet, weil der Zar ihn als Bedrohung betrachtete. Besonders bekannt: Es war die eigene Frau des Fürsten, die den Mord ausführte. Ihr goldenes Zeitalter erlebte die Beseitigung politischer Opponenten jedoch in der Sowjetunion, für die Putin ja besonders nostalgische Gefühle hegt. Lenin selbst, der Vater der russischen Bolschewiki-Bewegung, förderte den Aufbau eines Netzwerkes von Geheimlabors zur Erforschung und Entwicklung neuer Gifte. Und Stalin, ein echter Fan des Mordens, baute dieses noch weiter aus. Das berühmteste wurde im Volksmund Kamera genannt und das ursprüngliche Ziel dieser Laboratorien bestand darin, vorhandene Gifte zu testen und zu perfektionieren. Die kommunistischen Machthaber kannten dabei keinerlei Skrupel, auch lebende Gefangene aus ihren Gulags als Versuchskaninchen für ihre brutalen Giftexperimente zu missbrauchen. Ganz im Stile des KZ-Schlechters Dr. Mengele oder der japanischen Einheit 731 töteten sie auf grausamste Weise unzählige unschuldige Menschen mit Senfgas, Rizin, Digitoxin, Cyanid und vielen anderen Giftstoffen. All dieses Know-how steht natürlich heute auch Putin zur Verfügung, aber er will seine Gegner nicht einfach nur vergiften.
Er möchte damit auch eine Botschaft vermitteln. Ich kann es mir leisten, meine Gegner jederzeit zu ermorden, aber ebenso kann ich es mir leisten, sie am Leben zu lassen, solange ich möchte. Ich muss nicht morden, um euch als eine Gefahr meiner Macht zu beseitigen. Nein, ich stehe über den Dingen. Ihr seid meiner Willkür vollkommen ausgeliefert. Ihr seid nichts und habt keinerlei Macht, keinerlei Chance gegen mich. Also versucht erst gar nicht, mich herauszufordern. Der Punkt ist, natürlich ist fast alles an dieser Botschaft gelogen, sonst müsste er sie ja nicht verbreiten. Natürlich hat er Angst vor Konkurrenten wie Nawalny. Und natürlich kann er sich nicht frei aussuchen, wann er seine Gegner ermorden lässt. Das zeigte sich ja zum Beispiel schon beim Verräter und Meuterer Jewgeni Prigozhin, den Putin noch mehrere Monate am Leben lassen musste, um vor seiner Beseitigung eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu erledigen. Da war zum Beispiel die Absicherung, dass kein Kompromat gegen Putin oder seine Schergen an die Öffentlichkeit gelangen kann. Und vor allem, dass all die Assets, die Prigozhin und seine Führungskader noch in der Hand hielten, von anderen Elementen seines Herrschaftssystems übernommen bzw. ersetzt werden können. Putin war sich einige Zeit einfach noch nicht sicher, dass Shoigus Verteidigungsministerium wirklich in der Lage sein würde, die ihm wichtigen Aufgaben der Wagner-Gruppe zu übernehmen. Also musste er Prigozhin noch ein wenig Hoffnung geben, dass er ihn am Leben lässt. Der Spieler Putin spielt hier sehr risikobewusst und kalkuliert scharf und hat damit innenpolitisch, also in Russland selbst, eigentlich immer gewonnen. Tja, und so wird es auch im Falle von Nawalnys Ermordung sein. Nawalny wurde mal gefragt, was seine Botschaft an die Menschen sei, falls er ermordet werden würde. Meine Botschaft für die Situation, dass ich ermordet werde, ist ganz einfach. Gebt nicht auf. Wenn Sie sich dazu entschließen, mich zu töten, bedeutet dies, dass wir unglaublich stark sind. Nun, Nawalny lag falsch. Putin ließ ihn gerade jetzt ermorden und kann gegen seine Anhänger vorgehen, weil er sich unglaublich stark fühlt. Es ist ihm ja gelungen, mit Hilfe eines amerikanischen Journalisten, dessen Name sich auf frappierende Weise auf Facker reimt, einen PA-Kur zu landen, sowohl im Ausland als auch im Inland. Ich meine, welche mentalen Schäden muss man eigentlich aus einer Schulzeit mit sich herumtragen, wenn einem die Eltern einen derartig spottbaren Namen verpasst haben? Naja, auch wenn der kleinwüchsige Kremlherrscher, der zu seiner Schulzeit ebenfalls viele Schläge einstecken musste, nicht hundertprozentig mit der Performance seines nützlichen Idioten zufrieden war, fühlte er sich dennoch bestärkt genug, vor allem im Zusammenspiel mit der republikanischen Blockade der Ukraine-Hilfen im US-Kongress. Putin kandidiert Mitte März zur Wiederwahl und der Kreml hat alle Oppositionellen von der Wahl ausgeschlossen. Der Kreml wird dafür sorgen, dass es nach Nawalnys Tod keine Proteste gibt und hat bereits dementiert, dass er etwas mit dem Tod zu tun haben könnte. Putins Ziel ist es, jede Opposition gegen seine Herrschaft auszuschalten. Es ist wahrscheinlich, dass die Repression nach seiner Wiederwahl zunehmen wird. Wir treten jetzt in eine Ära ein, die mehr an die Stalin-Jahre erinnert als an die Zeit nach dem Tod des Diktators. Natürlich wird der Kreml die Welt mit absichtlich widersprüchlichen Botschaften darüber fluten, was mit Nawalny tatsächlich passiert ist und was wirklich dahinter steckt. Dass es vielleicht ein Unfall war, dass der CIA ihn vergiftet hat, dass der Kreml ja keinerlei Motive hatte und sich damit selbst schaden würde und so weiter und so fort. Die nun offiziell veröffentlichte angebliche Todesursache, ein durch die Covid-mRNA-Impfung verursachtes Blutgerinnsel im Herzen, passt der Putin-Trollbubble natürlich wie die Faust aufs Auge. Das tut der Kreml nämlich immer, auch zum Beispiel bei Prigozhin. Der Mythos, der um den Abschuss seiner Maschine entstanden ist, stellt ein viel handlicheres Mittel für seine Armee an Desinformatoren dar, als wenn er zum Beispiel in Afrika inklusive Beweisfoto erschossen worden wäre. Wie im Falle Prigozhins hat Putin Nawalny so lange am Leben gehalten, weil er die Nachteile seines erzwungenen Ablebens noch nicht in Kauf nehmen wollte. Und es ist auch möglich, dass der Kreml seine Ermordung ganz einfach auch wieder als einen Test dafür sieht, was er sich leisten kann, wobei er schon davon ausgeht, dass es ihm sowieso durchgehen wird. Und was uns das über das Putin-Regime sagt, ist von wirklich großer Bedeutung für uns alle. Wir haben es nämlich nicht nur mit einem gefährlichen Tyrann zu tun, der über eine Atommacht herrscht und einen abscheulichen Angriffskrieg führt. Wir haben es mit einem Regime zu tun, das sich in der Anfangsphase einer Reihe von totalitären Veränderungen befindet, die es in ein Nordkorea auf Steroiden verwandeln werden. Und zwar ganz einfach, weil Putins Clique denkt, dies sei der beste Weg, wie sie ihre Macht nicht nur für dieses und nächstes Jahr absichern könnten, sondern auf wirklich lange Zeit. Die Kims haben es ja vorgemacht. Nawalny hatte eine erfolgreiche politische Organisation mit Zweigstellen in ganz Russland aufgebaut.
aufgebaut. Und auch wenn ich anfangs erwähnt habe, dass er nicht dafür bekannt sei, mit anderen Oppositionellen gut kooperieren zu können, setzt er sich dennoch für sogenanntes intelligentes Wählen ein. Das heißt, wer gegen Putin ist, sollte für Kandidaten stimmen, die in der Lage sind, den Kandidaten von Einiges Russland zu besiegen, egal ob sie Kommunisten oder von der rechtsextremen liberaldemokratischen Partei sind. Es ging ihm einfach darum, eine Botschaft auszusenden, egal was, nur nicht Putin. Und sein Tod inmitten der zunehmenden Unterdrückung durch den Kreml bedeutet, dass es in Russland jetzt keinen Oppositionsführer mehr gibt. Putin will nämlich nicht einfach nur die Wahl gewinnen. Er will in seiner Paranoia sein Tyrannenhaus schon vorher gründlich aufräumen. Und Nawalny war einfach ein Schandfleck auf dem Selbstbild des perfekten Diktators. Nawalny war all das, was Putin nicht ist. Groß, charismatisch und dynamisch. Er skizzierte Korruptionspläne auf höchster Ebene auf einem Whiteboard. Wie der Journalist Luke Harding treffend bemerkt, spielt auch noch ein anderes narzisstisches Motiv eine große Rolle. Der Kreml liebt Symbolik. Die Ermordung Nawalnys fällt mit der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz zusammen, auf der sich Russlands Feinde versammelt haben. Es ist der Schauplatz von Putins berühmter Rede aus dem Jahr 2007, in der er die unipolare, also von den USA geführte Weltordnung anprangerte und versprach, sie zu stören. Vieles von dem, was der Kreml tut, könnte man als Fuck you-ism bezeichnen. Zu Deutsch: Ihr könnt mich mal. Die Ermordung Nawalnys ist ein klassischer fuck you-istischer Art, der den Westen schockieren und empören und Moskaus Widersacher verunsichern soll. Es ist auch eine düstere Mahnung an Russlands Eliten, wie wichtig Loyalität ist. Für die Theorie einer bewussten Wahl des Zeitpunkts von Nawalnys Ermordung, der nur zwei Tage zuvor noch putzmunter per Videokonferenz mit seinem Richter Witzeris, spricht auch die Tatsache, dass Putin von der Anwesenheit von Nawalnys Ehefrau in München wusste. Er konnte sich einfach nicht die geheuchelte Anteilnahme seiner versammelten NATO-Widersacher ihr gegenüber entgehen lassen. Für ihn sind solche Gesten der Demütigung gegenüber seinen Gegnern äußerst wichtig. Aber wie wir alle wissen, finden sich genau in solchen Momenten der narzisstischen Hybris auch die größten Schwachstellen einer solchen Strategie. Also schauen wir uns doch mal an, in welchem äußerst wichtigen Punkt dieser ganzen Geschichte sich Putin verkalkuliert hat. Der Westen, das unbekannte Wesen. Mit dem Popularitätsschub aus seinem Wahlsieg, dem verstärkten Anziehen der totalitären Zügel und der Auslöschung jedweder Opposition gewinnt Putin neue Optionen, seine Kriegsanstrengungen auszuweiten und seine Militärmaschine weiter auszubauen. Dabei geht es ihm nicht nur darum, die Ukraine zu besiegen, sondern um sein viel längerfristiges imperiales Ziel, die russische Dominanz über ganz Europa. Er weiß natürlich, dass dies mit dem Russland von heute nicht darstellbar ist, denn hierzu sind eine noch größere Kriegswirtschaft und vor allem die weitere Mobilisierung von Soldaten notwendig. Die Unterstützung der Bevölkerung im Kernland für diese zurzeit noch relativ unpopulären Schritte muss mit einer Rekalibrierung des Systems aus Zuckerbrot und Peitsche erreicht werden. Ich meine, die Kims haben es doch auch geschafft, oder? Da Rüstungswirtschaft und Krieg jedoch immer mehr Ressourcen fürs Zuckerbrot aufzehren, wird die Peitsche in Zukunft immer wichtiger werden. Das Hauptproblem liegt bei den verhätschelten Bevölkerungsteilen Moskaus und St. Petersburgs. Während die armen Regionen zwar Männer an der Front verlieren, ist es für das Regime jedoch relativ günstig, den dortigen Familien und Gemeinschaften ihre menschlichen Verluste materiell zu kompensieren. Ein Menschenleben ist dort eben noch viel weniger wert als in den reichen Teilen des Imperiums. Damit jedoch die wirtschaftlich wichtigen Bevölkerungsteile des Kernlandes bereit sind, immer mehr Opfer für den Krieg zu erbringen, ist es notwendig, ihnen jegliche Alternative und Möglichkeit des politischen Widerstands dagegen zu nehmen. Auf diesem Weg wird es für den Kreml zu Rückschlägen kommen, aber wir werden ganz sicher eine Ausweitung der Unterdrückung in Russland erleben. Zunächst gegen die offenen Opponenten, bis schließlich zum knallharten Vorgehen gegenüber auch mildesten Formen des Widerspruchs. Oder einfach gegen Menschen, die nicht dem Bild einer von Putin gewünschten russischen Nation entsprechen, die sich im glorreichen Krieg mit der NATO befindet, einem Überlebenskampf, der mit dem großen vaterländischen Krieg gegen Hitler-Deutschland gleichgesetzt wird. In diesem Sinne muss man verstehen, dass die Ukraine wirklich nur ein Puzzlestück in Putins Machterhaltungsstrategie darstellt. Er braucht den offenen Konflikt und die stete Eskalation gegen den Rest Europas, damit sein System überlebt. Und der Punkt ist, er wird damit ganz sicher Erfolg haben, vor allem in Russland selbst.
falls der Westen ihn nicht mit wirklicher Entschiedenheit stoppt. Der direkte, ständig wachsende Konflikt mit einem expansionistischen Imperium, das sich auf seine zunehmende Militarisierung vorbereitet, kommt also alleine aufgrund der systemischen Zwänge aus Russland selbst auf uns zu, ob wir es wollen oder nicht. Russland wird nach und nach immer weitere Teile Europas bedrohen, angreifen und unterdrücken wollen, wenn es die Kapazitäten und Möglichkeiten dazu haben wird. Das ist kein Problem, das auf die postsowjetischen Länder oder Osteuropa beschränkt ist. Es ist ein Problem, das auf uns alle im Westen zukommt, und zwar genau dann, wenn wir es nicht rechtzeitig aufhalten. Nawalnys Ermordung war ein weiterer wichtiger Schritt Moskaus in diese Richtung. Denn Putin denkt nicht nur, dass er jetzt wieder oben aufsitzt, nein, er denkt, dass er den Westen nun wirklich in der Hand hält. Seine Schwäche und gleichzeitig unsere große Chance ist jedoch, dass er nicht wirklich versteht, wie der Westen tickt, und er wird womöglich an diesem Unverständnis scheitern. Der dänische Militäranalyst Anders Puk Nielsen hat in einem Video über die russische Angriffsstrategie mit Fleischwellen treffend betont, dass das russische Militär diese nicht nur anwende, weil sie eben funktionieren würden und ihnen Menschenleben egal seien. Er hob hervor, dass der Kreml damit seinen Gegnern, der Ukraine und vor allem aber dem Westen, auch eine strategische Botschaft mitteilen wolle. Große Verluste in Kauf zu nehmen, soll einfach die absolute Entschlossenheit demonstrieren, dass Russland wirklich zum Äußersten bereit ist, um seine Ziele zu erreichen, ohne Rücksicht auf eigene Opfer. Beim Gegner, vornehmlich dem verweichlichten Westen, soll damit ein Gefühl der Sinnlosigkeit des eigenen Widerstands erzeugt werden. Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika dem unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. In Moskau glaubt man erkannt zu haben, dass es sich lohnen könnte, die große Unsicherheit im Westen auszunutzen hinsichtlich der Erfolgschancen der Ukraine und damit ihre Unterstützung. Wenn Russland sowieso gewaltige Ressourcen sowie eine unbegrenzte Leidensfähigkeit habe, mache es doch gar keinen Sinn, unsere wertvollen Ressourcen zu verschwenden, nur um diese zu testen. In eine ähnliche Richtung geht nun die vorhin erwähnte Botschaft, die mit Nawalnys Tod verknüpft ist. Seht her, ich, Putin, bin Herr über Leben und Tod. Niemand kann meine Macht in Gefahr bringen. Also versucht es erst gar nicht. Damit wird aber auch klar, wie stark die Unfähigkeit Putins und seines Machtzirkels ausgeprägt ist, die filigranen Mechanismen demokratischer Debattenkultur und Willenskristallisation zu begreifen. Der Westen funktioniert nämlich nicht nur viel weniger nach der Methode Holzhammer, die sie aus Russland gewöhnt sind, nein, er ist auch viel launischer, verschlüsselter und indirekter. Auch wenn er sich häufig gegenteilig darstellt. Der öffentlichen Debatte im Westen geht es weniger darum, dass es sinnlos wäre, der Ukraine oder der russischen Opposition zu helfen, da Putin am Ende ja sowieso gewinnen würde, egal was man selbst täte. Nein, das ist es nicht, was der Westen sagt. Dies stellt vielmehr die russische Interpretation dar. Die Debatte im Westen dreht sich um etwas ganz anderes, nämlich darum, dass viele denken, das Schlimmste sei ja sowieso schon überstanden. Die Ukraine hätte mit der Unterstützung des Westens den weiteren Vormarsch Russlands gestoppt, einen großen Teil seines Militärpotenzials vernichtet, sich dabei aber eben so stark erschöpft, dass sie nun nicht mehr in der Lage sei, ihr besetztes Territorium zurückzuerobern. Beide Seiten müssten nun einsehen, dass sie in einem Patt gefangen seien, der Stellungskrieg keiner von ihnen mehr entscheidende Gewinne bringen würde und eine Fortführung des Krieges weder für Moskau noch für Kiew irgendeinen Sinn ergebe. Und da der Westen von sich und seinem unendlichen Harmoniebedürfnis ausgeht, denkt er, auch Putin wäre bereit, einen dauerhaften Kompromiss einzugehen. Man denkt, Putin würde einsehen, dass er mit weiteren Aggressionen nur seine Macht gefährde. Aber damit liegt sowohl der Westen falsch als auch Russland. Russland wird diesen Krieg nicht nur weiterführen, sondern immer stärker ausweiten müssen. Wie gesagt, aufgrund der vorhin beschriebenen systemischen Zwänge. Es ist ein Krieg. Putin weiß das und handelt auch dementsprechend. Seine Ziele, die USA, Europa und die gesamte freie Weltordnung, tun so, als wäre es nicht so und werden weiter verlieren, bis sie aufwachen. Selbst wenn Putin so tut, als ob er Friedensverhandlungen oder einen Waffenstillstand anstrebe, wird dies nur vorgeschoben sein, um sich durch eine Verschnaufpause strategische Vorteile zu sichern und später noch härter und noch schlimmer zuschlagen zu können. Wenn Putin jedoch denkt, er könnte dauerhaft auf immer stärkere Symbole der Aggression setzen, um den Westen
abzuschrecken, seien es menschliche Fleischwellen, das Bombardement der ukrainischen Zivilbevölkerung oder eben die Ermordung von Oppositionellen, dann liegt er auch falsch. Das ist etwas, das in Russland funktioniert. Der schläfrige Westen wird seinen Widerstand und die Unterstützung der Ukraine eher mit jedem Weckruf, jeden neuen Akt der Aggression aus Russland verstärken bzw. wieder aufnehmen. Und wenn Putin denkt, Trump habe ihm mit seiner Drohung gegen NATO-Mitglieder, die die 2% Militärbudgetgrenze nicht erreichen, einen Freibrief zum Angriff auf sie gegeben, alle NATO-Länder, die an Russland grenzen, erfüllen dieses Kriterium. Falls die Russen also nicht eine direkte Landungsoperation in Mecklenburg-Vorpommern durchführen wollen, würde auch ein möglicher Präsident Trump seine Kavallerie losschicken. Naja, eine Manuela Schwesig würde die Invasoren ja sowieso eher mit Kaffee und Kuchen oder bereits voll integriert mit Brot und Salz empfangen, nicht wahr? Die möglichen Szenarien eines russischen Angriffs auf NATO-Territorium bzw. Putins Strategie, die NATO zu zersetzen und zu zerschlagen, werde ich euch jedoch in einem der nächsten Videos erklären. Also vergesst bitte nicht das Abo mit Glöckchen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Oder was meint ihr? Seid ihr euch vielleicht gar nicht so sicher wie ich, dass Nawalnys Tod auf Putins Konto geht? Wie erklärt ihr euch dann, dass der Rettungswagen, der ihm angeblich zur Hilfe eilte, in 7 Minuten eine Strecke von 35 Kilometern zurückgelegt hat? Tempo 300 auf sibirische Straßen? Oder dass die staatliche Pressemeldung über sein Ableben nur 2 Minuten nach dem offiziell festgestellten Todeszeitpunkt schon im Netz stand? Was denkt ihr über die großen Missverständnisse zwischen Ost und West, wie ich sie beschrieben habe? Können diese vielleicht irgendwann gelöst werden? Und welche Zukunft seht ihr für Russland selbst? Habt ihr noch irgendwelche Zweifel daran, dass sich die Ukrainer mit Händen und Füßen dagegen wehren werden, um nicht in einem Land wie ihre östlichen Nachbarn leben zu müssen? Klar, Russland selbst mag verloren und für immer verdammt sein, aber gerade deswegen muss man es so weit zurückdrängen, wie es nur geht. Aber auch wenn sich das alles für euch nach eher rhetorischen Fragen anhören mag, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie es eurer Meinung nach weitergehen sollte. Und natürlich auch, wie besprochen, eure Wünsche. Vergesst bitte auch nicht, das spannende Online-Spiel unseres Sponsors Conflict of Nations kostenlos auszuprobieren. Wenn du dich wie Sun Tzu fühlen und über militärische Strategien spekulieren willst, solltest du es unbedingt über den Link in der Beschreibung unter diesem Video anspielen. Ansonsten wie immer Video liken, mit euren Freunden teilen und mit ihnen diskutieren. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr darüber hinaus meine Arbeit durch eine freiwillige Spende unterstützen. Das Haus dankt, mach's gut und bis bald.